Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Besuch der FDP-Fraktion beim eigenen Antrag ist ja überschaubar. Und offensichtlich ist das manchen Kollegen da auch peinlich, was sie da vorlegen. Und deshalb hat man lieber schon mal die Flucht ins Wochenende angetreten, weil das, was Sie hier vorlegen, das haben die Kollegen Gremmels und Lenkert gerade schon sehr deutlich gemacht, das ist echt eine peinliche Nummer. Es ist doch zum Totlachen, dass ausgerechnet die FDP, und man muss ja nur einen Tagesordnungspunkt zurückgehen, dass ausgerechnet die FDP immer nur dann, wenn es um Windkraft geht, Natur- und Artenschutz entdeckt und bei allen anderen Themen auf der exakt gegenteiligen Seite steht. Meine Damen und Herren von der FDP, dass Sie sich auch noch trauen, das hier als Antrag vorzulegen, das ist echt peinlich. Und ich hoffe, dass... Ich weiß ja, bei Ihnen gibt es vernünftige Leute. Und ich hoffe, dass vielleicht der eine oder andere mal darüber nachdenkt, wie Sie sich hier positionieren. Weil das Bild Ihrer Partei, das muss man ja an der Stelle auch mal sagen, das wird noch von Leuten wie einem Herrn Minister Sander aus Niedersachsen geprägt, der im Jahr 2007 höchstpersönlich mit der Kettensäge in ein FFH-Gebiet gegangen ist und dort Bäume umgesägt hat. So viel zum Thema FDP und Schutz vom Wald, meine Damen und Herren. Das gehört ein Stück weit zur Wahrheit dazu. Und ehrlich gesagt, wenn ich hier höre, dass Sie plötzlich Ihr Herz für die Greifvögel entdecken, meine Damen und Herren, als Hobby-Ornithologe, da ist ja noch ein Kollege, der sich da auch gut auskennt, dann freut mich das ja. Aber ehrlich gesagt, bevor Sie sich mit der Windkraft beschäftigt haben, da haben Sie den Rotmilan doch für einen serbischen Freiheitskämpfer gehalten und nicht für eine Vogelart, die in Deutschland brütet, meine Damen und Herren. So. Und ich sage Ihnen jetzt mal eines, wenn Sie was für den Schutz der Greifvögel tun wollen, wenn Sie was für den Schutz der Greifvögel, den Anspruch erheben Sie in Ihrem Antrag, dann würden Sie in Deutschland ein Tempolimit auf Autobahnen fordern. Das ist nämlich die hauptsächliche Todesursache für Greifvögel. So, und ich glaube, ganz ehrlich, warum Sie diesen Antrag hier vorlegen, ist, dass Sie im Bereich Umwelt, Energie und Klima einfach überhaupt nichts in der Pfanne haben. Zwischen Ihrem Gequatsche, zwischen digital, Feinripp, Digital First und das, was wir da alles gehört haben, ist nämlich die Wahrheit, dass Sie im fossilen Zeitalter stecken geblieben sind, nicht mal im 20., sondern teilweise sogar im 19. Jahrhundert. Und das lässt sich im Moment in Nordrhein-Westfalen besichtigen, wo Ihre Partei in Regierungsverantwortung nicht einen Hektar, sondern 4.000 Hektar Wald zerstört. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, und das ist nicht ein Wirtschaftswald, das ist ein naturnah erhaltungswürdiger Wald, wo Sie zynisch drüber hinweggehen und behaupten, das sei für die Braunkohlenutzung notwendig, das zu zerstören. Sie werden den Menschen nicht erklären können, Sie können den Menschen nicht erklären, dass wir hier das Klimaabkommen ratifizieren, gleichzeitig über den Kohleausstieg reden, wo die Große Koalition daran arbeitet, und dass man da den Wald zerstört und weiter abholzt. Das können Sie niemand an der Stelle klären. Die Zwischenfrage habe ich erwartet. Da freue ich mich jetzt drauf, Herr Präsident. Dann ist es recht. Vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Wenn dem so ist, warum haben Sie dann, nachdem das Klimaschutzabkommen ratifiziert wurde 2016, im NRW-Landtag zugestimmt, dass der Landesentwicklungsplan beschlossen wurde, in dem drin stand, dass der Hambacher Forst gerodet werden darf? Herr Kollege, ich danke Ihnen für die Frage und ich freue mich, dass ich hier darauf hinweisen kann, dass Bündnis 90 Die Grünen als einzige Partei im Nordrhein-Westfälischen Landtag dafür gesorgt haben, dass 1.400 Menschen nicht aus ihrer Heimat vertrieben werden, gegen den expliziten Willen ihrer Partei, gegen den expliziten Willen der SPD, gegen den expliziten Willen auch der CDU. Und dass wir das an der Stelle durchgekämpft haben. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn Sie mir vorwerfen, dass ich mich nicht gegen Ihre Partei und Sie durchsetzen konnte, die den Hambacher Wald zerstören können, dann ziehe ich mir den Schuh ganz, ganz ehrlich an. Nur ich sage Ihnen, jetzt hier in Berlin über den Kohleausstieg verhandeln, hier verhandeln und dort zulassen, dass Fakten geschaffen werden auf dem Rücken von tausenden Polizisten, das können Sie den Menschen nicht erklären. Und das fliegt Ihnen im Moment gerade gesellschaftlich um die Ohren. Und da haben Sie...
Und da haben Sie eine Verantwortung. Da haben Sie eine Verantwortung. Und vor der drücken Sie sich, indem Sie hier solche peinlichen Anfragen stellen, Anträge stellen und Ihren Minister, Ihren Ministerpräsidenten an der Stelle rumlaufen lassen. Das Einzige, was Ihnen da einfällt, ist, gegen Bündnis 90 die Grünen zu wettern. An der Stelle würde ich einmal erwarten, dass Sie den Versuch unternehmen, diesen gesellschaftlichen Konflikt zu lösen. Aber dazu haben Sie weder den Kraft noch die Willen, weil Sie nicht im 21. Jahrhundert stehen, wo Klimaschutz und Nachhaltigkeit notwendig ist, sondern weil Sie an der Stelle, ganz, ganz tief im fossilen Zeitalter stecken geblieben sind, anders als Sie das immer darstellen. Und das ist ehrlich gesagt an der Stelle absolut ärmlich. Das muss ich an der Stelle ganz klar und deutlich sagen. Ich sage Ihnen deshalb, was hier gilt. Was hier gilt, und da will ich die Worte der Gewerkschaft der Polizei mal zitieren, die sagt: Reden statt räumen und roden. Das müsste die Devise von uns allen sein. Darum sollten Sie sich kümmern, statt hier solch peinliche Vorlagen zu liefern. Das ist Ihre Verantwortung in Nordrhein-Westfalen, wo Sie in der Landesregierung sind. Und das wäre Ihre Verantwortung, übrigens auch die von CDU und SPD, die sich da ja ganz stiekum jetzt an der Stelle machen, die hier über den Kohleausstieg verhandeln, aber zulassen, dass ein gesellschaftlicher Konflikt in Nordrhein-Westfalen nicht gelöst wird, weil es kann nicht sein, dass wir am Ende einen Wald zerstören und nicht einmal wissen, ob wir die Kohle, die darunter liegt, überhaupt noch in Anspruch nehmen müssen. Das können Sie den Menschen draußen nicht erklären. Und deshalb sage ich, Hambi bleibt. Danke. Für die Fraktion der CDU-CSU hat das Wort der Kollege Dr. Klaus-Peter Schulze.